Hallo, meine lieben Filmfans und Freaks. Willkommen zu einem neuen Blu-ray und DVD-Update von mir. Und ja, heute ist Rosenmontag. Alle sind jeck und bekloppt. Das ist wieder Zeit für mich, um mich einzusperren und diese schlimme Zeit hinter mich zu bringen. Und das ist ein Grund, mal wieder was zu trinken. Zum Wohl. So, dann fangen wir mal direkt an, was auch schon andere vorgestellt haben. Ich habe mir Sin City 2 geholt. Ich mag zwar auch Mediabooks, aber das Mediabook von Sin City 2 finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, total grottig. Es ist kein Artwork hinter den Discs. Ich finde das Mediabook auch viel zu fett. Ich weiß, da ist ein Comic drin. Trotzdem finde ich das irgendwie viel zu fett. Die ersten beiden Seiten sind auch nur weiß, wie hinter den Discs halt auch. Und das finde ich irgendwie für den Preis, finde ich das die totale Verarsche. Das hier habe ich jetzt, deswegen habe ich mich für das hier entschieden. Das habe ich aus Mediamarkt. Dann gibt es ja noch mit diesem Cover-Artwork, was auch total hässlich ist. Das sieht aus, als hätte das irgendwie, als hätte das ein kleines Kind gepaust oder so, durchgepaust. Das sieht total, also richtig hässlich. Das geht gar nicht, finde ich. Deswegen war ich auch ganz, ganz energisch dahinter, dass ich das hier mit diesem Lentikular bekomme, weil das ist noch ein richtig gutes Bild, das gefällt mir. Und ja, wurde halt schon des Öfteren vorgestellt. Hier ist die Rückseite. Film habe ich auch schon gesehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat ein bisschen so, ein bisschen so, es ist so wie beim zweiten Teil mit 300. Nicht so gut wie der erste, aber auch nicht schlecht. Und ja, also was mir hier auffällt, das ist ja hier die Altersfreigabe aus Holland irgendwie. Ob das auch irgendwie so in Holland vertrieben wird oder was, keine Ahnung, finde ich sehr seltsam. Ja, was auch noch ein Grund war, warum ich mir das Steelbook geholt habe, ist, weil ich den ersten Teil auch im schönen Steelbook habe. Und dann gibt es ja noch von Müller, gibt es ja auch noch eins mit Lenticular, aber das war leider nur die 2D-Version. Und ja, das war das. Was habe ich hier? Nehme ich das als erstes? Ja. Dann habe ich hier noch ein paar Filme mitgenommen, auch aus dem Mediamarkt für 4,99. Einmal Victim, Trau keinem Fremden. Ist hier Uncut Inch erschienen. Und mit Michael Biehn ist auch von ihm geschrieben und hat dort Regie geführt. Und ich weiß nicht mehr, auf welchem Kanal ich das gesehen habe. Auf jeden Fall meinte derjenige, der soll gar nicht mal so schlecht sein. Und für 4,99 und Michael Biehn. Ach genau, und Danielle Harris macht auch noch mit aus, bekannt aus Hatchet unter anderem. Weiß nicht. Top Cast auf jeden Fall und für 4,99 Uncut. Mein Gott, kann man nichts sagen, denke ich. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir ein Upgrade beschafft und zwar habe ich mir auch hier für 4,99 Isolation geholt. Ja, wie gesagt, ist ein Upgrade. Den kenne ich auch schon. Ist zwar etwas länger her, wo ich den gesehen habe. Aber ich mag so, wenn es so um Infektion und so geht. Und ja, wie gesagt, für 4,99 ein Upgrade. Kann man auch nicht meckern, denke ich.
kann ich meine alte DVD jetzt, die im Schuber ist, verkaufen, vertauschen, wie auch immer. Ja, dann habe ich mir hier noch Under the Bed geholt. Ja, weiß ich nicht. Halt auch wegen 4,99 und Monster und gruselig. Und ja. Also hier steht jetzt zum Beispiel mit Johnny Weston aus Mavericks und John Dies at the End und Gatlin Griffiths aus Green Lantern in den Hauptrollen. Die beiden Typen sagen mir jetzt gar nichts, weil ich meine, Green Lantern habe ich jetzt gesehen, aber Gatlin Griffiths sagt mir jetzt trotzdem nichts. Keine Ahnung. Weil, ich weiß nicht, weil ich als Kind wahrscheinlich auch immer Angst hatte, was unterm Bett ist. Und ja, 4,99 halt. Dann kommen wir zu 3 für 20. Da habe ich mir einmal geholt A Million Ways to Die in the West. Den habe ich auch schon gesehen. Ich muss mal eben. Leider kann ich euch den Ultraviolet-Code diesmal nicht anbieten, weil ich den schon jemandem versprochen habe. Tut mir leid. Ja, ist halt der zweite in Klammern Kracher hier von Seth MacFarlane. Und ja, habe ich auch schon gesehen. Und ja, ist halt der typische Family Guy Humor. Und er ist an einigen Strecken ist er etwas flach, muss ich sagen. Aber auch an einigen Stellen echt witzig. Die Story ist okay. Aber hier bezogen auf A Million Ways to Die sind hier leider nur, weiß ich nicht, 4, 5, 10 oder so. Und ja, also dass der eine 12er Freigabe gekriegt hat, finde ich doch an einigen Stellen echt heftig. Ich will jetzt auch nichts verraten irgendwie. Auf jeden Fall sind einige Stellen auf jeden Fall krass. Und da wüsste ich nicht, wenn ich ein 12-jähriges Kind hätte, ob es das gucken dürfte. Aber es ist wahrscheinlich, weil der halt urkomisch ist und da hat die FSK wahrscheinlich mal drüber hinweggesehen. Das ist einer von 3 für 20. Und das ist, was ihr jetzt nicht seht, ein großer Schluck aus der Flasche. So, der nächste, den hat sich meine Frau ausgesucht. Vier Brüder, kann ich leider gar nichts zu sagen. Selber nicht gesehen. Sie findet ihn gut. Und ja, Mark Wahlberg ist eigentlich, finde ich eigentlich auch okay. Tyrese Gibson macht noch mit. Andre Benjamin, Garrett Hedlund und Terrence Howard. Ja. Mal schauen. Wie gesagt, kann ich leider nichts zu sagen. Und der letzte ist, also der letzte für 3 für 20 ist, Wir sind die Millers im Extended Cut. Für mich eines, also schon gesehen, für mich eines der geilsten, einer der geilsten Komödien, wie ich finde. Und finde ich super fett, kann ich echt nur jeden empfehlen, der auf Klamauk steht und hier ist so ein bisschen von allen irgendwie drin. Es ist auch ein bisschen verrückt nach Mary und so drin, so vom Humor her und ich find's super. Also kann ich echt nur jedem empfehlen. Es ist echt eine gute, geile Komödie. Dann habe ich was Schönes gesichtet und zwar aus dem Augenwinkel habe ich das gesehen. Und zwar habe ich hier auch ein Blu-ray-Steelbook bekommen mit Lentikularkarte. Und zwar kann man das, ja, das kann man erkennen, für 9,97 € stell dich bitte scharf. Es geht nicht. Hallo? Naja, also, auf jeden Fall für 9,97 € und statt 25 €. Hier ist auch die Blu-ray 3D drauf, die normale Blu-ray und der digitale Code. Er hat Code gesagt. Ja, ich habe den ersten gesehen
Und den fand ich gar nicht mal so schlecht. Und hier im Band des Zyklopen, den kenne ich noch gar nicht. Und für den Preis habe ich den auf jeden Fall mitgenommen. Und ja, ich packe das mal eben schnell für euch aus, weil mich das selber interessiert, ob hinter der Lentikularkarte sich ein anderes Artwork befindet. Hier muss ich euch auch leider den Digitalcode verwehren, da der auch an dieselbe Person versprochen ist. Also hier nochmal ohne Verpackung. Der Effekt ist hier richtig gut, wie ich finde. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Hier bewegt sich doch recht viel. Und ja, dann. Ja, ist leider das Gleiche. Aber 9,97 €. Ja, ich pack's mal. Ich mach mal eben so. Es ist auf jeden Fall matt gehalten. Und ja, da bin ich auch mal auf die 3D-Effekte gespannt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite. Also hier hat sich der Kauf definitiv gelohnt. Also die Schrift ist auch nicht geprägt oder so. Aber ich find's top. Also das ist mal ein Schnäppchen. Richtig gut, richtig gut. Percy Jackson im Band des Zyklopen. Ich bin gespannt. So, dann nochmal hier was von. Kommen wir zu einem Tauschgeschäft. Und es handelt sich um vier DVDs in der normalen M-Ray. In Klammern DVDs. Ja, kommen wir erstmal zu Freddy vs. Jason. Bin ich ein bisschen enttäuscht, jetzt nicht vom Film unbedingt, sondern erstmal ist es hier ein selbstgedrucktes Cover. Und wenn ich aufmache, ist hier eine Video-CD drin, also wirklich zwei Stück. Und keine Ahnung, wie die Quali ist, aber finde ich ein bisschen. Fand ich jetzt nicht so toll und naja. Und dann Faculty, trau keinem Lehrer. Finde ich sehr geil, auch von Robert Rodriguez. Ist halt so Body Snatcher, Körperfresser-Film. Müsste aber jedem bekannt sein. Da werde ich auch nochmal irgendwann ein Upgrade auf Blue machen, aber erstmal habe ich ihn so und finde ich richtig gut. Dann einfach nur der Komplettierung wegen haben wir hier Hellraiser Hellseeker. Ist eine Vermietversion. Ab 16, uncut. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen, aber der soll ja nicht so toll sein. Aber wie gesagt, einfach nur um die Reihe voll zu haben, habe ich mir den halt auch noch rausgesucht. Dann zu guter Letzt, was die MRAs angeht, haben wir hier noch The Gathering mit Christina Ricci. Hier ist die nächste Enttäuschung und zwar ist die DVD übelst zerkratzt. Ich habe leider keinen Plan, ob ich die noch irgendwie retten kann, ob die noch abgespielt werden kann und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie zur nächsten Videothek zu latschen und dass die da irgendwie repariert wird. Und ja, schade. Gerade meine Frau hat sich auf den Film sehr gefreut, weil die den sehr gut findet. Und ja, wie gesagt, schade. Und dann kommen wir, was aus demselben Tauschgeschäft kommt, kommen wir noch zu guter Letzt zu einem Mediabook, was schon mal in meinem Besitz war. Also ich habe es damals abgegeben und also was heißt abgegeben? Ich habe es halt auch vertauscht gegen Hotel Inferno. Und der Besitzer hat es wiederum jemand anderem vertauscht und er hat den Film gesehen und ihm hat er nicht so gut gefallen.
Und dann hat er ihn wieder halt zum Tausch freigegeben und das habe ich halt so alles mitbekommen und irgendwie habe ich mich dann doch so ein bisschen geärgert, dass ich den abgegeben habe. Und naja, jetzt habe ich ihn wieder, die Wanderhure ist zurück und es handelt sich um Dream Home. Wunderschönes Mediabook, wie ich finde, auch richtig gut verarbeitet. Ups. Ich mach mal so. Das Inlay mache ich jetzt mal nicht auf, weil da gibt es noch mehr halt oben ohne Asiatin zu sehen. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, ich halte es mal hier so hin. Jetzt ist es auch einigermaßen scharf. Könnt ihr auf Pause drücken und euch das durchlesen. Ja, angeblich hier limitiert auf 3.500 Stück. Aber wie man von Dragon das kennt, ist ja nie irgendwie was zu sehen. Du hast die Nummer so und so, so und so. Ist mir auch egal. auf jeden Fall, das hat noch, das ist halt auch noch so ein bisschen begehrt, hat halt auch noch einen guten Wert. Und ich habe ihn halt damals abgegeben, weil ich wusste, dass es davon halt auch eine Uncut Emery jetzt gibt auf Blue. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Mediabook ist trotzdem immer ein Ticken geiler, wie ich finde. Und ich bin froh, dass ich es wieder hab. Ja. Jetzt ist das Ding wieder in seinem richtigen Zuhause, sag ich mal. Und ja. Dream Home. So, dann zeige ich euch hier noch mal meine kleinen Errungenschaften. So mache ich jetzt mal Duck Duck, Under the Bed, Isolation und so weiter, Victim. Ja, das war, upsala, bisschen schief. So, das war mein Blu-ray und DVD-Update. Ja, was kommt als nächstes? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich noch irgendwas dazwischen schleicht vor der Börse. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Ja, das Wichtelpaket, was ja hier war, ich habe mir da jetzt schon drei Sachen rausgesucht. Ja, wenn ihr wollt, kann ich die euch auch gerne nochmal vorstellen. Wer das Video gesehen hat, weiß ja so ein bisschen, wo ich hin tendiere. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn sich nichts weiter einschleicht, dann werdet ihr, glaube ich, erst was Anfang März von mir hören. Da ja, wie gesagt, da die Börse in Neuss ist, wo ich mit einem Kumpel hingehe. Und ja, wie gesagt, wenn sich da nichts Neues zu einschleicht, also eigentlich sollten noch zwei Mediabooks kommen. Die kommen jetzt am 16. raus. Weiß ich nicht, wie schnell da der Versand ist. Ansonsten habt ihr ja erstmal neues Futter von mir bekommen. Ja, damit müsst ihr erstmal klarkommen. Dann würde ich erstmal sagen, noch zum Abschied Prost von mir. Ansonsten für die, die Jeck sind, schöne Karnevalstage noch und haut rein, macht's gut, euer Moviepicker, ciao.